in Hamburg. Die SPD kann noch gewinnen, wenn auch verlustreich. Den größten Erfolg haben die Grünen. Sie können ihren Stimmenanteil verdoppeln. Aber die CDU deprimiert. Sie verzeichnet ihr schlechtestes Landesergebnis seit 70 Jahren. Und damit willkommen zu unserem Tagesthemen extra am Abend einer Wahl, die nur wenig ändert in Hamburg. Die Hamburgerinnen und Hamburger haben sich für stabile Verhältnisse entschieden und das Regierungsbündnis sogar noch gestärkt. Der erste Bürgermeister Peter Tschentscher gewinnt vielleicht auch deshalb, weil er seine schwächelnde Mutterpartei eher hinter sich versteckt hat, als mit ihr zu werben. Darüber spreche ich gleich mit ihm. Aber erst einmal hat Jörg Schönborn die neuesten Zahlen für uns. Und danach sieht es so aus, als wäre die AfD nun doch wieder in der Bürgerschaft. Und auch die FDP bewegt sich um die 5-Prozent-Hürde. Lässt sich jetzt schon genauer sagen, wer drin ist und wer nicht? Ja, die AfD hat es sehr wahrscheinlich wieder geschafft. Die FDP wird weiter zittern müssen. Das hier ist die aktuelle Hochrechnung von Infratest DIMAP. Sie sieht die SPD bei 39,1. Die Verluste liegen bei gut 6 Punkten. Die CDU 11,2, minus 5 Punkte. Die Grünen 24,2, praktisch verdoppelt. Linke 9,1. Die FDP hier steht 5,0 in der Grafik. Ich habe eben noch mal nachgefragt. Die genaue Auszählung wäre eine weitere Null, also wirklich haarscharf auf des Messers Schneide. Die AfD 5,2, das sollte, obwohl heute ja nur eine erste vorläufige Auszählung stattfindet, reichen. Und die anderen Parteien 6,2%. Das ist an zwei Stellen historisch. Die CDU hat nur einmal in der Geschichte der Bundesrepublik ein schlechteres Landtagswahlergebnis erreicht. Die Grünen nur einmal ein besseres. Für die Regierungskoalition heißt es, Sie haben es gesagt, dass SPD und Grüne mit 51 und 31 Sitzen die stärksten Kräfte sind. CDU 14, Linke 12, FDP 6 und die AfD 7. Und wenn man das einfach mal auseinanderschiebt, sieht man, dass Rot-Grün, wenn sie sich einigen, was vermutlich der Fall ist, eine sehr komfortable Mehrheit haben. Die SPD ist ja Siegerin und Verliererin des Abends gleichermaßen. Woran liegt das? Ja, ist interessant. Das ist die Partei mit den größten Verlusten. Das ist die 7. Landtagswahlniederlage für die SPD in Folge. Aber ich glaube, die SPD hier in Hamburg misst das Ganze ein bisschen an ihren eigenen Erwartungen. Das hier ist die Umfragekurve seit der letzten Bürgerschaftswahl. Und da sieht man insgesamt zwar Verluste, aber es gab eine ganz tiefe Delle im letzten Winter, aus der ist die SPD auch dank ihres starken Spitzenkandidaten Peter Tschentscher rausgekommen. Und ganz interessant ist genauer zu schauen, wo die Gewinne herkommen. Das hier ist die Altersaufteilung im direkten Konkurrenzkampf SPD gegen Grüne. Insgesamt hatten wir ja einen breiten Wählerstrom von der SPD zu den Grünen. Aber der fand hier oben statt, bei den jungen und in den mittleren Altersgruppen. Hier unten bei den Rentnerinnen und Rentnern ist die SPD bärenstark, hat da auch stark von der CDU gewonnen. Und ihr Sieg, naja, jedenfalls ihre Rolle als stärkste Partei, ist ganz eindeutig ein Sieg bei Rentnerinnen und Rentnern. Danke, Jörg Schönborn, für den Moment. Und kurz vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit dem wohl auch künftigen ersten Bürgermeister in Hamburg zu sprechen. Guten Abend, Herr Tschentscher. Guten Abend, Frau Miaska. Sie sind heute der neue Held der gebeutelten SPD. Ihr Vorgänger Olaf Scholz hat heute Abend mehr gestrahlt als in den letzten 2 Jahren zusammen. Was kann die Bundes-SPD von Ihnen lernen? Wir freuen uns hier in Hamburg alle sehr. Die Hamburger SPD ist ja ein sehr eigenständiger Landesverband. Wir haben einen Hamburg-bezogenen Wahlkampf geführt und freuen uns jetzt über die große Zustimmung. Wenn sich die Hochrechnungen bestätigen mit 38%, das ist schon ein sehr, sehr starker roter Balken, den wir von Landtagswahlen in den letzten Jahren nicht so in Erinnerung hatten. Kann man auch von Ihnen lernen, dass man andere Parteien nicht allzu sehr kopieren sollte? Einer Ihrer Wahlkampfslogans war, grüner wird's nicht. Aber Sie haben, wie wir heute gelernt haben, 32.000 Wähler an die Grünen verloren. Die wollten es eben doch grüner, die wollten das Original. Wir haben im Klimaschutz ein Thema, das gerade im Westen, in den westdeutschen Metropolen, eine große Bedeutung hat. Und wenn ein Thema wichtig ist, dann muss man es auch ansprechen. Und ich habe gesagt, grüner wird es nicht, weil wir jetzt einen sehr, sehr guten Klimaplan haben für Hamburg. Der beste, den es in Deutschland gibt, so sagt Herr Habeck. Und jetzt geht es darum, diesen Plan auch umzusetzen. Und da sind wir als Hamburger SPD sehr handlungsstark. Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir Dinge nicht nur versprechen, sondern auch halten. Aber die Grünen sind jetzt stärker, Herr Tschentscher. Welche Zugeständnisse werden Sie machen? Wir sind vor allem stärkste Kraft geblieben. Das hat man uns noch vor wenigen Monaten gar nicht mehr zugetraut.
Es gibt zwei Trends in Deutschland. Wir sind bundesweit als SPD durch eine schwierige Phase gegangen und sind jetzt wieder sortiert und gut aufgestellt. Zugleich dieses Klimaschutzthema, das den Grünen überall bei den Landtagswahlen im Westen starken Rückenwind gegeben hat. Und wir haben uns behauptet. Und in diesen beiden bundesweiten Trends, und das macht uns sehr stolz. Und ich freue mich, dass ich Bürgermeister bleiben kann mit einem sehr guten Landtagswahlergebnis, das auch eine wichtige Grundlage ist für Koalitionsgespräche. Denn wir wollen den Kurs dieser Stadt, der erfolgreich ist, in die nächsten Jahre fortführen. Herr Tschentscher, Sie haben bewusst die Bundesvorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans aus dem Wahlkampf rausgehalten. Was macht das für einen Eindruck, wenn einem die eigene Parteiführung unangenehm ist? Wir haben 2011, 2015 und auch diesmal einen Hamburg-Wahlkampf geführt. Denn wir wollten deutlich machen, es geht bei der Bürgerschaftswahl nicht um bundespolitische Stimmungslagen. Es geht um die Zukunft unserer Stadt. Und dort wollten wir nicht ablenken über bundespolitische Themen, die nicht in Hamburg entschieden werden. Und deswegen haben wir durchaus bundespolitische Unterstützung bekommen, wenn es um Hamburger Themen ging, um die kostenlosen Kita-Plätze, um den Wohnungsbau, um den 12-Euro-Mindestlohn. Das stimmt, Herr Tschentscher, aber es gibt es doch interessant, dass es sehr wohl große Unterschiede gibt. Sie wollen keine Steuererhöhungen. Sie wollen, dass die Schuldenbremse bleibt, genauso wie die schwarze Null. Also genau das Gegenteil dessen, was die Parteivorsitzenden im Bund propagieren. Sollten die besser auf Sie hören? Ist ja auch ein Signal in eine andere Richtung jetzt. Ja, aber Sie spitzen jetzt diesen Punkt zu auf ein, zwei Themen, zu der wir in Hamburg schon seit Jahren eine ganz klare Haltung haben. Aber wir haben zum Beispiel in der Frage, wie wir die Situation in Thüringen einschätzen, von unserem Bundesvorstand eine ganz klare und richtige frühe Ansage gehabt. Wir haben auf die richtigen Themen gesetzt, was die Grundsicherung in der Rente angeht. Wir haben ein wunderbares neues Konzept für die Zukunft des Sozialstaates entwickelt. Aber das sind eben Themen, die bundespolitisch bedeutsam sind. Und wir wollten hier in Hamburg über unsere Themen sprechen, über den aktiven Wohnungsbau, um den starken Mietenanstieg zu stoppen. Wir wollten sprechen über die kostenlosen Kita-Plätze, die wir weiter ausbauen wollen, eine kostenlose Ganztagsbetreuung an den Schulen und eben den Klimaschutz so umsetzen, dass er mit einem sozialen Ausgleich einhergeht. Denn darauf kommt es an, dass sich nichts blockiert, dass wir als eine vielfältige, als eine starke Wirtschaftsmetropole mit dem Klimaschutz, mit der Industrie und mit über 1 Million gut bezahlter Jobs vorankommen, mit der Wirtschaft, aber auch mit dem Klimaschutz. Sagt der alte und wohl künftige erste Bürgermeister in Hamburg. Danke, Peter Tschentscher. Ich danke Ihnen. Und mit diesem Interview gehen wir direkt weiter zu Anne Will und ihren Gästen und melden uns dann anschließend wieder ausführlicher. Bis später und jetzt zu dir, Anne.